So. Hallo, na? Wie gesagt, ich muss auch das Dashboard ändern. Fällt mir gerade auf. Diesmal habe ich dran gedacht. So. So. Gut, Leute. Also wie gesagt, wir spielen jetzt noch ein bisschen Golden Sun. Was ich auf jeden Fall schaffen möchte, ich würde gerne die Insel, auf der ich hier gerade bin, diese Secret Island, möchte ich auf jeden Fall schaffen. Mal schauen, ob ich da noch ein bisschen was mache. Ja, das ist so das Ziel, was ich habe. Das möchte ich auf jeden Fall hinkriegen. Wobei, so viel sind wir jetzt. Ist das ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Was wir jetzt hier offen haben. Guck mal, fehlt nur noch ein Djinn und den finden wir sogar hier. Den Gegner haben wir sogar schon besiegt. Meine Güte, ist das ewig her, Leute. Ist das ewig. Upsala. Ja. Das wollte ich gar nicht. Das ist nicht verpixelt. Das Spiel sieht so aus. Das ist der Grafikstil. Mano. Ist das nur bei mir verpixelt? Sag da. Ich liebe die Grafik von Golden Sun. So. Glückspfeffer. Wer kriegt denn das mal? Wer kriegt das denn mal reingepfeffert? Glück da, ey. Garrett, du bist so unglücklich. Machen wir dich mal ein bisschen glücklicher. Spielst du das auch Nuzlocke? Ja, das spiele ich als Nuzlocke. 100 Pro. What? So, das hat mir jetzt, glaube ich, nichts. Doch, hat's mir. Das hat mir sogar was gebracht, Leute. Ich glaub's ja kaum. Ach Gott, Leute. Für mich immer noch mein absolutes Lieblings-RPG. Wobei, nö. Immer noch mein absolutes Lieblingsspiel. Wobei, nicht der Teil, der zweite Teil. Aber es ist der Vorgänger, also zähle ich das mit dazu. Ich meine, es ist nicht so umfangreich wie viele andere RPGs, wo es irgendwie Milliarden von Waffen gibt, die man tausendmal umstufen kann und mit was weiß ich. Aber genau das finde ich halt so schön. Es ist umfangreich in dem, was es bietet. Und das finde ich super. Und wieso kann ich das keinem geben? Ach so, klar, der Pfeil bedeutet nur, dass es schwächer ist. Ich war gerade schon geschockt. War schon so, what? Warum? Aber da ist mir aufgefallen. Isaac. Überall Isaac. Ja, richtig. Das ist ja eigentlich quasi der mit dessen Namen ich drauf gekommen bin. Eher hier. Seinetwegen. Gut, knüppeln wir einfach mal schnell voll an die Wand. Ich habe immer noch nicht Lichtplasma, sehe ich gerade. Das ist ja uncool. Das Sailor Golden Sunbild habe ich sogar neulich erst noch gesehen. Travely. Seid ihr eigentlich alle noch da nach der Pause? Dann yeah! Jetzt ihr. Aber ich höre euch ja gar nicht. Verdammt. Nö, das Spiel musst du nicht kennen. Beziehungsweise, doch, das Spiel musst du kennen. Das Spiel sollte jeder kennen. Fire Emblem Nuzlocke, ja, sogar. Todesgefahr! Ha! Das kannte ich aber noch. Wollte gerade sagen, da war doch was. Aquaschlag! Ja, die gebrüllten Attacken dürfen natürlich nicht nachlassen. Die müssen einfach instant dranbleiben. Ich meine, wenn wir schon die Chance auf Todesgefahr haben, dann sollen wir sie auch nutzen. Aber leider. Aquaschlag! Kam nur der Aquaschlag raus. Da-da-da-dam! Oh yeah, guck mal, Garrett ist auch ein Champion. Ich weiß zwar nicht von was, aber er ist ein Champion. Moment. Da, unter seinem Avatar. Champion! Wuhu! Okay, offensichtlich seid ihr doch da. Okay, nicht alle. Wie viele sind wir denn jetzt mittlerweile noch? So nach der Pause. Das ist voll dumm. Wieso darf, kann ich das selber, wird mir das selber nicht angezeigt? Ich möchte das auch sehen können. Das interessiert mich doch. Welcher Pokémon-Hack ist das? Ja. Nice try. So. Ein Holoclaws. Den Geistleser brauche ich jetzt nicht. Ich wusste sogar noch, dass ich den Geist. Geist. Verdammt, das bringt mir gar nichts. Den Geistleser hatte auf der rechten Schultertaste. Ja! Wie? Habe ich das Gefühl. Ich habe so den Verdacht, dass ich Mist gemacht
habe. Dann kann es sein, dass ich den Fänger brauche. Das ist schon so lange her, Leute. Klar, ich brauche den Fänger. Natürlich. Da war doch was. Oder? Ich versuche das jetzt. Isaac, plus. Geht das? Ja. Ah. Okay. Alles wieder im Lot. Moment. Komme ich da vielleicht auch von hier dran? Ja, das sieht mir zu weit weg aus. Nee. Das war klar. Inoffizielle Pokémon-Meisterschaften? Nee, da ich gerade zum ersten Mal höre, dass die morgen scheinbar sind, mache ich dann nicht mit. Blaues Schild erhalten. Mann, Leute, ich will endlich, dass Pokémon Bank rauskommt. Ich raste aus. So, musste mal gesagt werden. Und jetzt Schluss damit, bis Pokémon wieder anfängt. Moment mal, wieso hat das hier geklappt? Boom! Ah, ich wollte sagen, ich stand nicht richtig. So, was haben wir denn jetzt hier Schönes? Und da oben, ja guck mal, da kann ich direkt alle einsacken, meine Güte. Und eingesackt. Blauer Schill. Punkt, 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 Punkt. Dann kann ich oben noch schnell. Golden Sun Dark Dawn, ja, das werde ich natürlich. Jetzt, wo ich endlich eine Capture Card habe, kann ich sogar Let's Playen. Ich kann euch aber, also es wird dieses Jahr kommen. Aber ich werde euch sagen, ich habe keine Ahnung, wann. Also es ist jetzt eher, ich weiß nicht, ob schon spätestens als übernächstes Projekt. Ah, nächstes Projekt? Ja. Keine Ahnung. Ja, warte mal, ich muss gerade kurz überlegen, wann was die nächsten waren. Also eins habe ich auf jeden Fall im Kopf. Das ist auch wieder ein RPG. Ein sehr, sehr langes RPG. Ein sehr langes Blind-RPG. Und ich bin extrem gespannt darauf. Mir wurde es von mehreren Seiten empfohlen. Allen voran halt von Jun von Jan. Da haben wir wieder einen Keks gefunden. Der braucht den PP, Mia, weil du heilen musst. Rauchbombe ist das Einzige, was man machen kann. Richtig, wegwerfen, weil die Dinger scheiße sind. Von hier aus komme ich doch bestimmt da oben dran. Yay, ich komme dran. Ob ich die anderen Fire Emblem-Teile mache, die einzigen, die ich noch in Erwägung ziehe, sind Path of Radiance und Radiant Dawn für GameCube und Wii, aber sonst eher nicht. Ja, genau das RPG, Jan. Manches Odyssey ist auch noch geplant. Pokémon Conquest sowieso, weil ich alle Pokémon-Spiele machen möchte. Irgendwann mal. Im Laufe der Zeit. Was haben wir jetzt wieder? Es sind zwei Greifer einfach nur. Ich glaube, die können wir einfach mit normalen Angriffen besiegen. Schallhammer! Bam! Oh, warte, keine Todesgefahr. Keine Todesgefahr für mich. I'm so sorry. Aber ich mag Todesgefahr. Aber ja, ich freue mich auch schon. Todesgefahr auf Golden Sun. Dark Dawn dann endlich zu LP'en. Es ist zwar nicht so schön wie die beiden Vorteile, aber es ist trotzdem ein schönes Spiel, finde ich. Und ich kann es immer nur noch mal betonen, ich weiß, ich habe schon so oft gesagt und euch bluten wahrscheinlich schon die Ohren, falls ihr es überhaupt wisst, der letzte Golden Sun Stream ist ja genauso lange her wie der letzte Pokémon Stream, also über ein halbes Jahr. Ich finde es unmöglich, ne? Dass... Schallhammer! Nein, das nicht, aber... Ich finde es unmöglich, dass sie so ein Ende machen wie bei Golden Sun 3, ich sage jetzt nicht was, falls es noch Leute spielen wollen. Und dann sagen, ja, wir wissen noch nicht, ob wir einen neuen Teil rausbringen, keine Ahnung. Mal gucken, ne? Ich meine, the fuck, man? Das kann man doch nicht tun. Nee, das geht doch nicht. Haben wir überhaupt schon alles, was wir haben müssen? Fällt mir gerade auf. Ja gut, den Lastenheber habe ich auch schon. Kann schon sagen. Und das war unklug von mir. Das hätte ich nicht tun sollen. Okay, dann nehme ich jetzt die Tarnkappe. So. Die ganze Steuerung noch im Kopf habe. Wahnsinn! So, da sind wir wunderbar entkommen. Bravely Default werde ich nicht spielen, weil ich einen... Ja, sagen wir so, ich habe nicht so den tollen Eindruck von dem Spiel bisher erhalten. Von dem, was ich gesehen habe. Ich will aber auch kein Urteil vorschnell erlauben. Ich habe es nicht selber gespielt, aber... Naja. Mal gucken. Kann ich mich hier hinstellen? Nein. Ja?
Mangudo! Dann komm du erstmal her, Typ. Ups, falsche Synergie. Ich wollte dich doch erstarren lassen. Jetzt, hier, guck mal, ja, episch. Warte, genau, ah, jetzt kann ich das da unten auch mal machen. Moment. Moment mal. Dö-dö-dö-düm. Bleib stehen. So, so muss das laufen. Also, ups. Da war ja was. Muss man aufpassen. Ich bin, man ist mal so, wenn man streamt, ist man so schlimm. Ich gucke mal so oft auf den Chat und dann denke ich mir immer so, Moment mal, da schreiben Leute etwas, aber dann achte ich nur so halb, was hier im Spiel passiert und alles geht unter. Gut, ich wollte schon sagen, die erwischt mich jetzt, aber nein, den war nicht so. Oh, guck mal hier, was wir alle für, was wir für ein Kram alles finden, ne? Wahnsinn. Wirkt der Kampf hier ein Elixier? Kann man das irgendjemandem geben? Irgendjemand, der noch nichts trägt? Puh. Mia trägt noch die anderen aber, oder? Nee. Okay, ich dachte schon, Mia als einzige Frau trägt noch keinen Ring. Dabei brauchst du doch auch ihren Schatz. Schutz vor Wasser, Feuer und Wind. Ich glaube, das Ganze mal direkt behalten. Dude, Garrett. Beziehungsweise halt mal. Halt. Zieh nochmal deinen Dings hier an. Ivan, kannst du das tragen? Ja, gut. Dann Ivan. Weil seine Def und so. Ihr kennt das Problem. Beziehungsweise bei ihm bringt es nicht so viel. Nee, dann doch Garrett. Dann doch Garrett. Sorry, Ivan. So, dann kann ich mich ja jetzt aus dem Raum auch verkrümeln, oder? Was er bei Smaragd gemacht hat, ich hab's durchgespielt. Dein liebstes Pokémon ist Trovato Tomato. Dein liebstes Charakter, so. Dein liebstes Pokémon ist Trovato Tomato, ja genau. Fast. Bei mir sind alle Gollum. Überall Gollum. Guck mal nach links. Ne, das war rechts. Guck mal nach links, Gollum. Nach rechts, Gollum. Selbst ihr seid Gollum. Also ein paar von euch garantiert. Ich weiß aber nicht wer. Jeder zweite. Jo, Epizentrum. Und den Feuerball. Habe ich auch irgendwas, was mehr trifft? Ja, den Tornado. Und ja, leider nicht. Okay, schade. Dann so. Oh, 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 oh. Ich werde euch vernichten. Ich muss mich gleich mal heilen, merke ich gerade. Die haben ja doch ein bisschen Schaden gemacht. Drunter davor. Mein Gott, Isaac, mach bitte nicht zu viel Schaden. Ja, aber auch nicht so, Kralle. Ja, wenn ich genug PP hat. Was ein Trottel. So, liegt nur noch der große Typ da. Pand auf Doom. Ja, der winkt euch zu. Da ist er. Todesgefahr! Boah, da muss ich euch was erzählen. Ich war auf dem Geburtstag neulich. Und da habe ich Gollum nachgemacht. Und da hat mir offensichtlich jemand nicht richtig zugehört und fragt mich dann ganz verdutzt. Hä, was? Warum sagst du jetzt Kölle, Kölle? Das war für mich so wie ein Schlag ins Gesicht, weil ihr wisst ja, wie ich zu dem kölschen Dialekt stehe. Nein. So, jetzt müssen wir erstmal locker fröhlich hier die ganzen Dinger rumrollen, ne? Geld gefunden! Schön, das hatte ich getwittert, genau. Da hat jemand gut aufgepasst. So. Ich denke mal, das müsste eigentlich reichen, um da oben dran zu kommen schon mal. Müssen wir gucken, ob ich auch irgendwie drauf komme. Ja, das sollte gut gehen. Bitte Wasser reinlassen. Isaac, betätig den Hebel. Ihr wisst gar nicht, was das für eine Überwindung übrigens für mich ist, hier Isaac zu sagen und nicht Isaac. Ist ja die deutsche Aussprache und für mich war er immer Isaac. Aber wir wollten das ja ausnahmsweise mal anders machen. Glücksmedaillon, was wir nicht mehr benutzen können. Und da kommen wir gar nicht mehr hin. Toll, wieder so ewig weit weg. So, da tue ich Jan mal wieder einen Gefallen, sortiere meine Items, bevor er mir wieder in die Kehle springt. Wenn ich das. Ich erinnere mich an einen der Streams, wo er mir da schon fast was an den Kopf geworfen hätte, aus Stein oder so. Was? Roy, SSBB? Roy, wat? Was ist jetzt mit Roy? Hab ich irgendwas verpasst? Ist der gerade bestätigt worden, oder was? Ihr verwirrt mich, Leute. Ihr verwirrt mich tierisch.
So, ich muss erstmal irgendwie gucken, wie ich hier wieder nach. Moment, hätte ich da nicht hingekommen? Sowieso, warte mal. Erstmal muss ich da unten irgendwie den Weg frei machen. In Ordnung muss sein, ja. Das ist vollkommen korrekt. Das ist vollkommen korrekt, Jan. So, das muss ich auf jeden Fall dahin. Moment, nee. Das ist falsch. Wollte schon sagen, ihr schreibt alle Roy. Und ich denke mir so, was? Roy? Mustang? Nee, Moment, halt, stopp. Das ist was anderes. Ah, ich sehe, ich glaube, ich habe es gerade herausgefunden. Diggersby, though. Diggersby, though. Diggersby, though. Ich bin verwirrt. Achso, halt. Ich bin nicht mehr verwirrt. I'm not confused anymore. So, einmal da hoch. Wir können natürlich einfach durchrennen, aber das würde ja den Sinn dieser Insel irgendwie nicht so ganz einfangen, denn wir sollen ja Schätze finden, nicht wahr, wenn schon Schatzinsel heißt? Wer Jan ist, also bitte. Jan ist der Erfinder des Janschens. Wieso? Gekoppelt mit einer Jan-Schelle. Nicht zu verwechseln mit dem Yushin. Warum? Und ja, weshalb gibt's nicht, weil das interessiert eh keinen. Das habe ich ja irgendwie auch schon getwittert, wie ich die ganzen Twitter-Zitate jetzt wieder aufkrame. So habe ich immer was zum Erzählen. Ein Ninja-Gewand. War das nicht auch verflucht sogar? Ich hoffe nicht. Nee, war's nicht. Okay, cool. Cool. Flabbebe. Ist heute gerade nicht dabei. Okay, das ist scheinbar eine Mädchenkleidung. Das kann niemand anders tragen. Schade. Ich wette, Garrett würde es aber gerne anziehen können. Ich habe nämlich gehört, auf dieser Insel ist das One Piece versteckt, müsst ihr wissen. Warum? Ganz im Ernst, Leute. Wer sagt denn bitte weshalb? Also, beziehungsweise wer sagt weshalb häufiger als wieso und warum? Hey, da ist gerade ein Auto in die Wand gefahren. Weshalb denn? Bitch, please. Sag doch kein Mensch. Ja, über sowas machen wir uns Gedanken. Ich weiß. Extrem sinnvolle Sachen. So, jetzt ist die Sache, dass wir wieder zurückgeschoben werden. Der Jan-Song, singst du ihn? Es gibt einen Jan-Song. Es gibt auch einen Sui-Song. Den hat mal Campino 234 für mich geschrieben. Das war basiert auf dem Yoto-Opening von Pokémon. Wieso, weshalb, warum? Richtig, genau. Nur, dass die Mitte da keinen interessiert. Okay. Ja, dieser. Verdammt! Ich hätte noch einen runterschieben müssen. Das war irgendwie nicht so klug. Ich habe gemacht. Unsinn. Plopp. Und den Hebel bestätigt. Mal bitte hier runterschieben. Weshalb macht ihr euch darüber Gedanken? Das ist wichtig. Die Wichtigkeit des Weshalbs, richtig. Das ist wichtig. Das ist, ich sag's euch, gibt noch ja, ein, zwei Jahre und das Ding kann studiert werden, ne? Ja. Dann könnt ihr euer Diplom in Weshalbität bekommen. In Weshalbilologie heißt das. Ja, da steckt Ololo drin. Einen Heiltrank. Die kriegen alle. Garrett, dann wird er richtig. Boah, der wurde in den Forschermals. Der Markus ist ja auch hier. Hallo, Markus. Markus, weißt du, dass du in meiner Hard Gold Naselocken Kleinstein bist? Wieso soll ich sagen, Flabibbe? Ich kann nicht verstehen. Si, Senor. Zwei Chimären, das ist gut. Die kann ich wieder so angreifen. Ertränkung! Schallhammer! Oh, keine Todesgefahr. Aber ich will Todesgefahr. Das klingt sehr nett. Ich habe übrigens wieder nicht geheilt, merke ich gerade. Wobei, ja, so nötig war es jetzt auch nicht irgendwie.
Das war eine laue Runde. War ja gar nichts. Autsch. Ivan. Bitte mach deinem Namen wieder alle Ehre. Stirb nicht! Vor mir! Vor Mia, genau. Oh, Golden Sun Version. Stirb nicht vor Mia. Ich denke aber mal, ich greife jetzt einfach an, weil die werden wahrscheinlich dann drauf gehen. Und dann kann ich ihn gleich heilen. Verdammt! Und jetzt sterben sie und Ivan kriegt keine Erfahrung. Hey, schon komm. Wobei, nee, sie können gar nicht mehr drauf gehen. Dann heilen wir Ivan noch eben. Wo ist mein Phönix? Ivan, please, lebe. Meine Güte, halten die viel aus. Vielleicht soll ich die auch ein bisschen ernster nehmen. Toll, gut, jetzt ist Garrett auch noch vergiftet. Hauen sie alle auf Garrett ein. Sie suchen sich irgendwie immer so einen raus. Und der wird dann verprügelt bis zur, ja, Besinnungslosigkeit, sag ich mal. So, dann heim mal Garrett hier. Dann klang immer so ganz komisch. So, dann. Brauchst du doch Ivan auf, Alter. Der ist ja schon wieder. Nee, jetzt ist Garrett tot. Also, sag mal, Leute. Ihr würdet mir einen riesen Gefallen damit tun, wenn ihr diese Runden überleben würdet. Golini. Ich mag das Blaue am liebsten. Das Blaue was? Ach so, Flabébé wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Das Blaue Flabébé ist am schönsten. Meine Güte, wie verhalten die aus? Diese Typen. Ertränkung, genau. Lass ihn einfach absaufen. Nee, er wird nicht. Die Isaac aber auch sich strikt weigert, seine verdammte Attacke aufrollen zu lassen. Aquaschlag! Geht doch! Meine Güte! So, bevor Ivan aber gleich drauf geht, kriegt er erstmal nochmal eine schöne Giftheilung rein! Ach, geht doch. Also Isaac, ein ganzer Kampf... Oh, mir hat gerade Gletscher gelernt, endlich. Ein ganzer Kampf Isaac ohne... So was, das ist echt... Also ohne Todesgefahr. Das kann ich nicht tolerieren! Naja, aber wenn wir die Gaia-Klinge kriegen, wird sowieso nur noch rumgebrüllt. Gaia-Klinge! Die Titan-Klinge hieß es ja, genau. Wie war das? Titan-Klinge macht mordsmäßig viel Krach und das nachts. Na, ob das einer kennt? So, wollen wir erstmal unsere Pokémon heilen. Und nichts dafür haben. Unsere Pokémon heilen? Hä? Verschieber auswählen, wollte ich eigentlich sagen. Ja, ihr habt mich, weil ihr die ganze Zeit in den Pausen geschrieben habt. Pokémon Center, bitte mal paralysiert hier. Titanen? Ja, Titanklinge, genau. Die können nur von Titans benutzt werden. Wie schiebe ich denn das dahin? Da oben ist übrigens unser letzter Djinn, ne? Mhm. Titans everywhere! Einmal Frost, bitte. Ja, du olle Frostbeule. Ja, Megiddo war auch immer schön. Megiddo! Genau, aber leider haben wir es nicht. Das heißt, wir können es jetzt nicht rausbeulen. Das wäre nicht sehr authentisch. Hallo, kleiner Venus-Djinn. Bleib doch bitte stehen. Wohin gehst du überhaupt, kleiner Djinn? Ich will dir doch nichts tun. Sui ist vollständig paralysiert. Dein Durengard heißt Gandalf, because you shall not pass. Also meins Durengard heißt Claymore und mein Simsala heißt Gandalf. Ah! Die abhaut. Super, der macht alles kaputt. Mann! Kleiner Venus-Djinn, das müsste doch Strato sein, oder? Hatten wir den schon? Nee, den haben wir schon. Dann ist es... Cast. Glaube ich. Falls es den hier schon gibt. Also falls, dann Cast. Das bringt mir das Ding jetzt hier, was ich runtergeschoben habe. Dann muss ich doch nochmal kurz... Achso, ja klar. Ja klar, natürlich. Was, kleiner Djinn-Song? Kleiner Djinn, dam dam. Opa Djinn, what? Yay, die Dämonenaxt. Die werde ich aber lieber keinem geben, weil wir den Priesterring noch nicht haben. Yep, Cast, sage ich doch.
Aber der will einfach nicht. Der hat keinen Bock, der mag uns nicht. Kiesel ist der Beste. Ja, Kiesel ist ziemlich cool. Wobei der aus Dark Dawn auch nicht schlecht ist. Wobei der etwas Fallout ist für so einen kleinen Djinn. Mensch, Cast, ich will dir nichts tun. Deswegen erstarre ich dich auch erstmal, damit du nicht fliehen kannst. Und ich dich ganz langsam einsammeln kann. So, ich speichere lieber mal. Ach ja, ich speichere lieber mal. Ich weiß nicht, ob der kämpfen will. Nee, der schließt sich einfach mir an. Weißt du, haut erst ab, um dann sich mir sowieso anzuschließen. Der kleine Sack, der Zeitschinder hier. Der Venus Cast folgt Isaac. Isaac, ja, so kann man es natürlich auch sagen. Glückwunsch, wir haben alle Djinns, Leute. Yay! Das stimmt, Akira, das auf jeden Fall. Das Spiel hat sowieso, ich finde, das ist eine der... Es ist irgendwie komisch, ich habe jetzt schon so viele Leute getroffen, die das überhaupt nicht so finden, aber für mich hat das Spiel so eine wunderschöne Grafik. Ich meine, mein Grafik ist für mich eh nebensächlich, aber das ist halt auch so eine Sache. Es ist unglaublich smooth und total atmosphärisch, finde ich. So mega toll. Ich könnte ganze Videos damit filmen, nämlich einfach nur von Golden Sun schwärme, weil das Spiel so episch ist. Okay, nächster Gegner. Wer ist es? Zwei komische Echsen. Sollen wir mal Djinns benutzen? Komm, wir benutzen mal Djinns jetzt hier. Und hauen da voll auf die Mütze. Dam, da, 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 dam, bam. Und Smog nochmal. Smog noch. Smog und Kiesel. Und Säureregen. Aua. Don't Säureregen nie. Das tut nämlich ein bisschen weh. Bam und Fieber. Knospe und Lohe und Bö und Geysir. Yay. Hey, Carsten ist auch dabei. Hallo, Carsten. Carsten. Ja, richtig. Jetzt bist du rausgescrollt. Ich wollte dich gerade doch oppen. Truhe vergessen. Ich habe die Truhe vergessen. Was? Wo? Die habe ich eingesammelt eben, alle. Oh, die schwach, dann muss ich mal zurückgehen. Scheint nur einer geschrieben zu haben, also habe ich wohl nichts vergessen. Jetzt schocke er mich nicht so. Ding, 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 ding. Hallo Ramses! Oh, ich habe ihn jetzt gar nicht gesehen. Atalanta, immer noch irgendwie rein optisch einer meiner Lieblingsbeschwörungen, finde ich. Sieht total cool aus. Bam, bam, bam und rausspringen. Zack, kaputt. Nee, eben noch. Oh mein Gott. Todesgefahr. Wäre jetzt sehr angebracht, finde ich. Oder trinken, das geht auch. Schalamat, ding, ding. Nein, nur einmal. Todesgefahr. Ah, meine Güte, das wurde aber mal Zeit. Mutter Erde. Au, 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 au. This is going to hurt. Na. Ich muss gleich mal Isaac heilen. Beziehungsweise einfach Wunschquelle einsetzen mit Mia. Doch, ich habe eine vergessen, oder? Dann gehe ich gleich nochmal zurück. Ja, dann habe ich ein Problem, ja. Werf doch einfach die Truhe ins Feuer. Ich kann mir die Truhe einfach nicht ins Feuer werfen. Ja, dann Todesgefahr! Ja, dann habe ich ein Problem, ja. Aquaschlag! Und trotzdem lebt das Ding noch. Ja, in Dark Dawn wird die Beschwörung auch verschwunden. Obwohl ich es schade finde, dass es in Dark Dawn nur eine neue Beschwörung gab. Und zwar Kristallux oder so. Den habe ich ja nie bekommen. Also ich habe das Spiel nur einmal durchgespielt. Und beim ersten Durchspielen hatte ich ihn nicht. So, jetzt gehen wir mal zurück. So, wo habe ich hier bitte eine... Tatsächlich, da oben. Komme ich denn da dran? So. Na gut. Das geht ja gar nicht. Ich kann doch einfach eine Truhe da liegen lassen. Nein, 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 nein. Kann man das Ding wieder runterschieben? Das Freundescode, ein Bot. Ja, Freundescode, bitte timeouten. Also weghauen. Wie auch immer. Da hat der DK mir nämlich gesagt, dass das meistens Bots sind. Und deswegen auch an euch, Leute, postet keine Freundescodes, weil, wie gesagt, das kann man nicht von Bots unterscheiden und das will hier keiner haben, diese ekelhaften Spam-Bots. So. Eine
Truhe hier übersehen ist. Nee, 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 nee. Ich wohne in London, ja. Ich zieh jeden Tag um, müsst ihr wissen. Also ich wohne morgen... Ach so. Dumpfbacke! Ich sollte eine Komödie werden. Das ist aber nicht so schön, eine Komödie zu sein. Sorry, ich weiß nicht, was du meintest. Du stehst zu lang dran. Ja, oder das? Das ist übrigens eine Sache, die ich... Oh Gott, ich muss das erstmal da hoch, um den Stein da wegzuschieben. Ach du Scheiße. Ein Umweg. Ich war nicht ganz so begeistert, ehrlich gesagt, als ich wiederkam aus dem Urlaub und erstmal gesehen habe, dass irgendwie 50% aller Kommentare unter den Passanten-Videos nur Freundescodes waren. Ich habe nichts dagegen, dass ihr euch austauscht, aber man muss das so ausarten. In den Kommentaren, die eigentlich zu einem Video sein sollten. Das fand ich nicht so schön. Aber, naja. Ist jetzt nicht so, als hätte ich da tagelang geweint wegen. Das ist nur mal so nebenbei. Echt? Kristallos sollte es schon früher geben? Was ist ein Werbespot? Kam der daran vor, oder was? Das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich! Da ba 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 dum. Und nochmal. Der Bock mit seinem Panzer war ja noch schlimmer, aber der war bei mir zum Glück kaum vorhanden, weil ich sofort unter das erste Video geschrieben habe, wer das jetzt bei mir rumspammt, der kriegt einen Gratis-Block zum Mitnehmen. Und damit meine ich keinen Schreibblock. So, also Lebenwasser haben wir übersehen, das geht ja nicht. Es geht doch nicht! Die kriegt übrigens auch Ivan beide, so. Wer aus Pikachu einen Raichu macht, sollte gesteinigt werden. Ich mache aus Pikachu immer Raichu, weil ich Raichu 8 Milliarden mal geiler finde. Mit Kugelblitz ist es zwar trotzdem schwächer, also Pikachu mit Kugelblitz ist zwar trotzdem schwächer als Raichu, aber Raichu sieht viel cooler aus als Pikachu. Blöcke für alle, Minecraft, wuhu, genau. Fast. Ah, was war das denn nochmal? Genau, Fragezeichen. Okay, erstmal sowieso da hoch, damit wir darüber jumpen können. Kriege ich den Schreibblock trotzdem? Sorry, die sind leider gerade alle weg. Ich habe den letzten eben weggegeben. Lastenheber, heb die Last an. Hast du schon mal Final Fantasy 7 gestreamt? Ich habe Final Fantasy 7 noch nicht mal gespielt. Und wieder ein Glücksmedaillon. Wir kriegen die alle, Garrett. Genau, stimmt ja, da war ja was, damit Garrett mal ein bisschen glücklicher wird. Wisst ihr, worauf ich mich schon freue, Leute, wenn wir mit Golden Sun 1 fertig sind? Auf Golden Sun 2. Ja! Das ist dann nämlich wirklich mein Lieblingsspiel, also mein Lieblingsspiel. Ich hätte einfach drüber springen können, merke ich gerade, wie blöd war das denn jetzt eigentlich von mir eben. Ich glaube, da gehe ich nochmal raus und resette den einen Block. Kirby Master Tag habe ich nie gespielt. Ich habe das auch mal gemacht bei der gelben Edition. Ich habe bei der gelben Edition mal Pikachu rübergetauscht, habe es dann entwickelt und dann zurückgetauscht. Dann lief es dann leider nicht mehr hinterher, aber es funktionierte. Wenigstens hat Pikachu mittlerweile einen Hals. Ich muss sagen, ich fand das alte Pikachu viel süßer. Das war einfach so eine, ja, wie eine Maus halt aussieht. Heute sieht Pikachu, ich weiß nicht, nicht mehr so niedlich aus wie früher. Meiner Meinung nach. Das alte Pikachu, das aus den 90ern, das ist viel knuffiger. So eine kleine, dicke Maus halt. Wie gesagt, wie eine Maus aussehen sollte. Nö, das nervt nicht. Ich sag ja gleich von vornherein nein. Das nervt nicht. Moment, hab ich da schon wieder was übersehen? Hab ich da Kohle übersehen irgendwo? Ah, ich hab schon wieder... Moment, jetzt muss ich schon wieder rausgehen. Muss ich auch mal resetten hier, Mann!
Möchte Dungeon 4 werde ich als allerletztes Pokémon-Spiel LP'en. Also ja, irgendwann schon, aber... Spieß. Ja. Deswegen finde ich Deden ja auch so süß, weil Deden ist einfach so ein kleiner Knubbel, irgendwie so ein Bällchen. Und wartet voll niedlich. Warum aber das jetzt nicht gewirkt hat? So. Ding, ding, ding. Ich habe den richtigen Gang jetzt auch gar nicht entdeckt, glaube ich, gerade, oder? Ja, Pikachu ist auch leider nicht verschont worden vom Abnehmwahn. Leider, leider. Moment mal, halt, das bringt mir überhaupt nichts. Ach doch, da unten hin. Da unten hin, da war ja was. So, genau, dafür haben wir jetzt Deden, der meiner Meinung nach coolste Elektronager aller Zeiten. Ihr seht ihn ja auch oben rechts in der Ecke. Und die finstere Keule, die ich auch niemandem gebe, weil verfluchtes Item und so weiter und ich nur einen Priesterring habe. Also irgendwie bin ich blind. Wo ist der Gang? Also der richtige. Warte mal. Achso. Ja. Manchmal ist es offensichtlichste doch am schwersten zu erkennen, nicht wahr? Boing. Kommt noch ein Pokémon oder nicht? Falls du meinst, ob da Pokémon kommt oder nicht, wahrscheinlich ja. Wenn ich hier fertig bin. Also später halt. Aber jetzt erstmal die goldene Sonne. So, und das können wir auch noch mitnehmen. 777 Münzen. Schade, wir hatten eben die Jansche Zahl gefunden und ich hab gar nichts dazu gesagt. So Leute, ich würde aber sagen, wir machen jetzt mal kurz Werbung. 2 Minütchen. Und dann machen wir gleich hier weiter auf der Schatzinsel. Bis gleich. Lo, lo, ja, lo, 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 Leute, nee, lo, Seute.
Okay, wir machen weiter hier in der schotzigen Schotzinsel, bei der wir einen Schatz finden. Vielleicht, eventuell. Aber erstmal wollen wir da irgendwelche komischen Viecher umknüppeln. Die wollen nämlich voll aufs Maul und diesen Gefallen würden wir natürlich ihnen gerne tun. Deswegen machen wir das auch. Ivan, du sollst endlich Lichtplasma erlernen. Diese Attacke ist zu episch, um sie nicht einzusetzen. Gletscher! Brrrr. So. Ich muss ganz kurz nochmal was Jan schreiben. Moment. Sorry, sofort. Der Sturmsegen. Und wieder Tollwut. Wie immer alle mit ihrer scheiß Tollwut kommen. Das ist nicht. Der arme Garrett. Eieiei. Und Garrett leidet still vor sich hin. Ist jetzt alles irgendwie vergiftet, paralysiert. Diese Animation! Das war das, was mich damals so mega beeindruckt hat an dem Spiel. Diese unglaublich geilen Animationen. Also, nicht nur das. Das und vieles andere, aber als ich sie damals gesehen habe, saß ich vor meinem Game Boy Advance und dachte so, was ist das? Kann der Game Boy Advance darstellen? Voll cool. Es war einfach nur... Das war so schön. Wenn man bedenkt, ich war da 12, als das Spiel rauskam. Und als Golden Sun 2 rauskam, war ich 13. Das ist über 10 Jahre her! Da merkt man erstmal wieder, wie schnell die Zeit schon wieder verging. Über 10 Jahre! Ah! Ich bin mittlerweile doppelt so alt. Fast. Ich bin fast doppelt so alt, wie zu der Zeit, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. What the hell, man? Das ist eine sehr komische, Feststellung, die ich gerade mal machen musste. Todesgefahr! Und da hat die Todesgefahr zugeschlagen und das Vieh voll kaputt geknüppelt. So, cool. Das wusste ich gar nicht mehr. Ich habe das damals durch einen Kumpel kennengelernt, das Spiel. Der hat gesagt, ey, ich habe voll das neue RPG. Ich habe ein cooles neues RPG. Möchte ich dir mal zeigen. Vielleicht gefällt es dir ja. Ja, dann hat er es mir geliehen und dann hatte ich es, glaube ich, vor ihm durch. Weil ich es mir dann einen Tag später... selber gekauft habe. So. Wie viele Erfahrungspunkte brauchst du noch, Ivan? 6000, das dauert ja nicht mehr so lange. Glaube ich. Also sie sollten ja genug Erfahrungspunkte bringen, die Dinger. Was war denn hier nochmal los? Was willst du tun? Was willst du tun? Ich bin ein echter Gangster, ich friere Wasser ein. Und mach daraus Eissäulen. Ja, als ich das Internet, als wir Internet bekommen hatten damals, war das noch, war das, upsala. Na klar, das war scheiße. War das noch aktuell? Warte mal, wie kann ich ihn, wie konnte ich das jetzt nochmal an die Statue auslösen? Ich verdammt, ich hatte gerade irgendwie einen kleinen Denkfehler. Das war nicht so ganz, was ich wollte. Naja, müssen wir gleich nochmal rausgehen. Neun Monaten wirst du 16. Ja, 16 war ich vor 8 Jahren. Das klingt so lang. Vor fast 8 Jahren, muss man sagen. Okay. Du hättest mich niemals älter geschätzt als dich, ja, woran das wohl liegen kann. Was, warum? Frier ein. Frierst du ein, oder was? Ah, das hätte ich ja doch machen können eben. Uncool. So, und da... Oh, wieder eine Rauchbombe. Was macht man mit Rauchbomben, Leute? Was haben wir gelernt? Was habt ihr gelernt bei mir, wenn ihr eins über Rauchbomben gelernt habt? Richtig, weg mit dem Scheiß. Genau wie so ein Schlafbomben ist. Warum hat er das noch?
So, nimm nur Platz mit, kann man nicht mal für Geld verkaufen. Also schon, aber für Geld, was nicht nennenswert ist. Ja, Lisa, erkläre dich. Das eine Jahr macht wohl mehr aus, als ich denke. Als ich jetzt am Anfang denken würde. Ach so, ja, stimmt. Das kleine Steinchen hier. Klopp. Jetzt müssen wir noch irgendwie die Balken auseinanderschieben. Scheiße. Pliz! Och man, jetzt hab ich doch mal raus. Ich glaube, die Schlafbomben bringen nicht mal am Anfang wirklich viel, wenn man sie verkauft. Das ist ja das Traurige daran. Ja, an sich schon. So. Schieb das Ding! Schieb es rüber, verdammt! Nicht mal ein ganzes Jahr, es ist doch über ein Jahr sogar. Wie verwirrst du mich? Anderthalb Jahre müsste das doch sogar sein. Also an You gerichtet jetzt. Ungefähr. Dam. Oder bin ich jetzt blöd? Nee, doch, anderthalb Jahre etwa. So. Das war nicht richtig. Ach, Isaac kann das auch von der Seite aus, beziehungsweise mir. Er muss das nicht richtig. Er muss das erst nicht. Muss das nicht richtig angucken. Das geht schon so. Das letzte Item aus diesem Raum möchten wir uns natürlich auch noch aneignen. Es ist nämlich ein. Da ist er ja, der Priesterring. Oh, da kann ich jetzt erstmal die ganzen verfluchten Sachen ausrüsten. Wer kriegt die denn? Ich glaube sowieso Garrett. Das heißt, du kriegst den Ring und kannst diese Axt anlegen. Brrr. Ich hoffe mal, die Keule wäre schwächer gewesen. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe gerade kurz an meinen mathematischen Fähigkeiten gezweifelt. In so einem Fall sagt man, ich weiß schon, was du meintest. Leaks, was soll ich denn weglegen? Und wohin, vor allem? Irritiere mich doch nicht. So. Jo, ich lieber da um. Mutter Erde und Eruption. Und Tornado. Gletscher. Ja, mein Chat hängt. Jedenfalls wirkt das gerade so, ja. No, please. Mega-Update. Jetzt habe ich Milliarden von Nachrichten. Das heißt, ich habe die ganzen letzten Nachrichten jetzt alle nicht gesehen. Falls ihr irgendwas Wichtiges geschrieben habt. Oder mich beleidigt habt oder so. Da habt ihr Glück gehabt. Ja, das hatten wir doch neulich erst. Wie war das noch? Von wegen Mathe ist unlogisch. Das war die geilste Aussage überhaupt. Aber ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn ich die Wahl habe zwischen Buchstaben und Zahlen, wieso sollte ich die Zahlen nehmen? Also für mich jetzt, aus meiner Sicht, das wäre, weiß nicht, das wäre, als würde man fragen, was willst du lieber essen? Hier, nimm eine scharfe Pizza oder nimm leckeres Schnitzel? Ich vertrage keine Schärfe, müsst ihr wissen. Nicht, weil ich es nicht lecker finde, sondern weil ich es einfach nicht vertrage. Deswegen, naja. Nee. Buchstaben. Power und so. Ich weiß nicht, wie alt du bist, Akira. Ich weiß nicht, wie alt du dich fühlen musst. Also, ob du dich alt fühlen musst.
Die Giftwolke. Ja, guck mal, da hat die Giftwolke schon mal direkt zugeschlagen und den komischen Wuffel da total vergiftet. Genau, Mathe ist für dich wie Magie. So war's. Aber ich meine, viele Satz nicht auch. Mathe ist unlogisch oder so. Ich meine, mich zu erinnern, dass der Satz auch fiel. Irgendwann im Laufe dieser Unterhaltung. Egal, es war auf jeden Fall sehr, sehr schön, die Unterhaltung. Benny kann zaubern! Benny kann zaubern! Woo! Ja, dann darfst du dich auch offiziell alt fühlen. Wir sagen jetzt einfach mal, alle, die über 20 sind, dürfen sich jetzt offiziell alt fühlen. Obwohl sie es nicht sind, aber hey. Irgendjemand, der vielleicht dieses Jahr 20 geworden... Ja, dieses Jahr. Der dieses Jahr 20 wird oder letztes Jahr 20 geworden ist. Falls ja, dann habe ich den Spruch für euch. Ihr seid jetzt offiziell näher an der 40 als an eurer eigenen Geburt. Das ist nicht schön. Das heißt, nächstes Jahr bin ich schon näher an der 50 als an meiner eigenen Geburt. Mensch. Todesgefahr! Scheiße, Timing verpasst. Weil ich gelesen habe bei euch. Giftwolke! Ja, der Kampf ist jetzt nicht sonderlich anspruchsvoll. Da kann man einfach draufkloppen und man sieht ja, man kommt damit schon weit. Immer noch nichts gelernt. Eva, warum? Achso, er hat doch kein Level erreicht. Noch 3000. Oh, das dauert doch noch ein bisschen scheinbar. Wir hatten ein Level erreicht. Mir eben? Vorher? Wieso seid ihr alle so alt? Was ist das für eine Frage? Frag unsere Eltern. Ich möchte diese Truhe da in der Mitte haben. Okay, so geht das nicht. So geht das. Das geht doch nicht. Das geht doch ganz und gar nicht. Das war ebenfalls etwas, was nicht so ganz so funktioniert hat, wie ich es gerade wollte. Oder doch? Ja doch, bei Tournament. Jetzt kann ich nämlich auch rüberspringen. Yay! Ja, Ivan lernt ihn sehr spät. Das ist ja das Schlimme. Ich weiß noch bei einer Funkenregen. Also als ich bei Golden Sun Duck Dawn, sag ich schon, vergessene Epoche gespielt habe und ich dann endlich Funkenregen hatte, ich weiß noch, was ich da für Sprünge gemacht habe. Wobei noch mehr gefreut habe ich mich sogar auf Mutter, die Heilige Erde von Felix und Isaac, weil das kommt ja als einzige Attacke noch später. Schon wieder eine Kack-Schlafbombe. Warum liegen die so oft rum? Was soll das für ein Schatz sein? Wer freut sich denn darüber? Oh, eine Schlafbombe! Glückwunsch! Ich werde gleich ein Geschäft aufmachen, indem ich nur Schlafbomben verkaufe. Das wird bestimmt boomen. Ja, glaubt mir, Leute. An die von euch, die noch unter 18 sind, ne? Ich habe das auch nicht geglaubt, aber es ist ja meistens so, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so, bei mir war es immer früher so, ja, Geburtstag, voll cool, das wird nice, yeah, Geburtstag und so. Und, ja, ab dem 18. Geburtstag geht das so verdammt schnell. Nee, Funkenring war, glaube ich, 50. 54 war halt, glaube ich, halt wirklich Heilige Erde. Aber ab dem 18. Geburtstag geht das so schnell. Es ist irgendwie fast schon gruselig. Also ich freue mich immer noch auf meinen Geburtstag, weil wir dann halt wieder, weil mein ganzer Freundeskreis ja wieder auf einen Haufen ist und so weiter. Aber es ist trotzdem so, man hat dann Geburtstag und denkt sich so, was, schon wieder? Ja, 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 ja. Wie denn das denn nochmal? Ein Schlafbombengeschäft. Ich glaube, der wird relativ schnell pleite gehen. Und das war dumm, glaube ich. Oder nee, warte, war es nicht. Oder doch war es. Irgendwie. Das Rätsel. Wie komme ich jetzt dahin? Das ist ja Unsinn. Warte mal, da mache ich es anders. Erstmal muss das Ding hier wieder zurückgeschoben werden. Lalalalalala. Alles auf Aufgangsposition. Fehler, Fehler, alles neu machen, alles schlecht. Fragezeichen? Nee, das ergibt irgendwie gar keinen Sinn, was ich gerade mache.
Das ergibt keinerlei Sinn. Beziehungsweise, oder? Doch. So halb. Du bist das. Nee, irgendwie nicht. Ach Gott, da habe ich schon beim LP so lange gehangen. Moment mal. So. I see. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das... Ja, warte, das ist schon mal gar nicht. Ich muss erst gucken, wie ich das hinkriege. So. Das erstmal wieder zurück. Genau. Nee, warte, halt, das war richtig. Stopp! So, jetzt schneid das nach oben. Auch ich würde mein Alter nicht darauf irgendwie beziehen, dass ich dann aufhöre zu LPen, wenn ich bedenke, wie alt manche Leute da sind. Und ist doch scheißegal im Endeffekt. Es gibt deutlich ältere LPer als mich, sag ich mal. Deutlich. Fast. Das war fast richtig. So. Ich streame mit Open Broadcast, also den Brotkasten, wie er immer netterweise genannt wird. So. Meine Güte. Geht doch. Das ist auch eine verfluchte Waffe. Ich hoffe, die ist schwächer als die Waffe von Gary letztendlich. Ja, okay. Gut, dann habe ich ihnen direkt die richtige Waffe gegeben. Nice one! Ich glaube, das war's jetzt schon, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Oh oh. Würde mich gerne noch ein bisschen heilen, irgendwie. Also erstmal speichern. Nee, erstmal das Item hier aufsammeln. Ach ja, das Item, was ein Mimik ist. Ich werde jetzt mal nicht meine PP verschwenden, weil ich die gerne gleich möglichst voll hätte. Ja, jetzt halt's mir noch unter die Nase, dass du die Attacke kannst, die ich nicht beherrsche. Todesgefahr! Mimiks sind immer extrem robust. Also gleich muss ich sowieso ein Ding benutzen. Was? Achso, wirklich. Okay, boah, ich dachte schon. Oh, er ist vergiftet. Ich weiß noch nicht, wie lange das Spiel gehen wird. Bam! Totabart. Das coolste Shiny. Boah, es gibt einige ziemlich coole Shinies. Könnte ich so gar nicht sagen, ehrlich gesagt. So, mir, du darfst mich nochmal heilen. Ich hoffe, das wird was. Ich weiß gerade nicht, wie schnell die PP hier generieren. Ich trinke? Ja klar, Wasser. Hier. Speichern und drauf. Oh, das wird was. Ich habe Angst. Totterbart erscheint. Gut, jetzt müssen wir erstmal mit Kaliburne, muss ich richtig Taktik auffahren hier. Moment, nee, erstmal Granit. Esse. C4. Und du, Winnie, bist einfach. Der darf zweimal angreifen, soweit ich weiß. Das wird schon heilen. Nibbel! 48 Schaden. Ja, Mensch. Du gibst dir ja Mühe. Und da geht die Init ab. Inferno! Das ist der optionale Boss von dem Spiel, quasi, der über dem Endgegner steht. Ja, toll.
Stimmt. Okay, das kann ich schon mal vergessen hier. Das brauche ich gar nicht erst versuchen. Nun gut, dann hauen wir einfach drauf. Dann machen wir ihn eben langsamer, wenn wir unsere eigenen Stats schon nicht erhöhen dürfen. Haben wir hier schon? Ja, haben wir. Perfekt, das mache ich jetzt hier nicht. Das spare ich mir lieber noch auf. Dann hauen wir jetzt mal drauf, einfach. Verdammt. Weiß jemand, wie viel KP der Sack hat? Totterbart. Würde mir sehr helfen, jetzt irgendwie meine Strategie zu überlegen. Ich möchte auch Basilisk haben. Wir starten ihn einfach einmal. So. Schön die ganzen Beschwörungen sammeln. Paralysiert den Gegner. Funktioniert sowieso nicht. Und die letzte Runde kommt gleich. Flamme. Damit der nochmal ein bisschen weniger Schaden macht, der Sack. Ich sag heute ganz, ich beleidige meine Gegner heute relativ oft als Sack, habe ich so das Gefühl. Das ist gar keine Ahnung. What the fuck? Meine Güte. Okay, Mia ist down. Das ging schnell. Mit so einem ganz normalen Popelschlag. Das macht mich irgendwie traurig. Milan, Doppelangriff in die nächste Runde. Das kann Mia dann brauchen. 6000. Das geht ja. Hoffe ich. Quarz! Mia, stehe sie auf! Wir müssen gleich Beschwörungsspam machen. Du ebenfalls. Das hebt er natürlich sondern seine Verteidigung, weil er genau weiß, was jetzt kommt. Gericht! Meteor! Ging so, glaube ich, mit Ivan. Ach scheiße, Ivan war schneller als Isaac. Klar, dass es nicht funktioniert hat. Ach, wie blöd. Ich hatte gerade kurz im Kopf irgendwie auch immer, dass Isaac schneller ist. Aber es ist ja logisch, dass Ivan schneller ist. Er ist ja schnell wie ein Diesel. Los, Milan! Nein, nicht los, Milan. Ich meine, los, Gericht! Oh yeah, guckt euch die Animation an! Und rein theoretisch wären jetzt alle tot, die jemals existierten. Zerstören! Doch es darf nicht mir gehören! Bam! 800 Schaden mal eben so reingedrückt. Du kannst deine Death erhöhen, wie du möchtest. Das ist mir relativ egal. Ich glaube, das hat nämlich keinen Einfluss darauf, wenn ich mit solchen Elementarattacken angreife, mit Beschwörung. Das ist nämlich der Widerstand, der damit berechnet wird. Oh, da war schon mal eine gute Runde gerade. Viel Schaden und unsere Kräfte haben sich auch stark erhöht gerade. Dann hauen wir mal direkt weiter mit den ganzen Geistern drauf. Du hast jetzt Thor, den du beschwören kannst. Und Mia, du kannst einmal die Runde nutzen, um was zu machen. Also einmal machst du natürlich Boreas. Und in der zweiten Runde machst du mal Sprudel auf dich selbst. Alter! Meine Fresse! Das ist so. Tot. Wenn du mich einfach nur anschnippst. Diesel! Drei Schaden! Ach doch, so viel, Isaac! Meine Güte, streng dich bitte nicht zu viel an. Das könnte ja was nützen. Ich merke gerade, ich habe ein Problem. Die beiden, die wiederbeleben, könnte nämlich gerade gestorben. Das sein. Der eine kommt erst zu spät wieder. Über Elementar Magie. Hast du nicht auf Toniko? Tau war das. Tau. Hebe Isaac! Ha, Garrett hat den Shark überlebt. Ich glaub's ja kaum. Nein! Tschüss, Mia. Ja, deswegen hat er seine Züge dadurch benutzt, dass er quasi nur nochmal angegriffen hat. Damit kann ich leben. So, wir hatten Granit jetzt wieder, aber leider muss ich die Runde benutzen, um... Nein, ich habe noch nicht genug Gins, um wieder zaubern zu können. Dann machen wir meine Heilrunde. Hey Garen, du heilst dich am besten selbst. Ja. So, hat er wieder seine Angriffskraft. Attackgeschwäche um 0. Ja, das wird erklären, warum wir alle direkt sterben, weil er schon auf Maximum ist. Aber greif mal Garrett an, wenn du normal angreifst. Ja, Frostbusma ist nicht so schlimm, glaube ich. Oh, au, au, au. Doch, das hat mehr Schaden gemacht, als ich so dachte. Ist mein Phönix wieder da. Perfekt. So, kann ich nämlich Ivan wieder heilen. Hast du nicht auch die Nebeltränke? Nee, hast du nicht. Scheiße. Beziehungsweise... doch.
Phönix. Kann ich irgendwas noch? Einmal Eis. Du bist so lahm, oder? Ja, doch, hat dein Angriff verschwendet. Gut. Solange wir noch leben, ist ja alles noch gut. Das klingt so einfach. Ciao, Ivan. War nett mit dir. Ich mag dich auch. Nochmal, so. Ich komme mir gerade zu nichts mehr. Das ist etwas uncool. Meine Einheit muss erstmal wieder leben. Und tschüss, Garrett. Ich würde gerne mal, dass alle meine Typen wieder leben. Liz, mach mal irgendwas Dummes. Erhöhe deine Werte oder so. Ich habe so das Gefühl, das wird nichts. Naja, immerhin lebt der Typ jetzt wieder, der auch wieder beleben kann. Wie schnell er einfach ist. Oh, seine Verteidigung hat alles auf Maximum gerade scheinbar. Das würde erklären, warum wir so wenig Schaden machen. Moment mal, kann es sein, wir überleben? Oh, meine Güte, wir haben beide... Ja, das ist eine bessere Konstellation, weil jetzt leben beide, die noch Synergie benutzen können. So, Mia muss mal wieder leben. Es wird Zeit. Bitte mach auf Eisexpertung, dann überlebt Ivan das nämlich. Oh, ich könnte doch hier Anfälle kriegen, oder? Wieso ist der so fucking schnell? Ey, das ist dumm. Mia, lebe. Garrett, heil Isaac. Und du da hinten greif nicht Isaac an. Ja, das wird Isaac wahrscheinlich umbringen. Nein, wird es nicht. Ah, sehr gut. Agilität 180, da müsste Mia aber schneller sein, hoffe ich. Glaube ich. Ah, da hat er jetzt einen guten Zug gemacht. Da hat nämlich nichts gerissen damit. Ah, das war knapp. 180 Geschwindigkeit. Naja, ich würde gerne die anderen auch angucken. Also. Nee, oh, sie ist sogar relativ lahm. Ach so, weil die ganzen Djinns nicht kombiniert sind, klar. Die ganzen Djinns fehlen. Ich würde endlich... Nein, meine PP sind alle. Das ist schade. Wer hat denn die Psi-Steine? Lass mich mal raten. Die hat Ivan. Nee, die hat er selbst. Okay, dann gibst du dir mal ein. Hier mal hier Flamme. Um mich gleich wieder abzunippeln. Mit Flamme darf man zum Glück immer anfangen. So, jetzt lassen Mia bitte genug Zeit, damit sie sich heilen kann. Tschüss, Mia. Scheiß. Nein! Oh, das war schwach. Das war richtig schwach. Was ist denn da los? Ach, Flamme. Klar, ich habe Flamme schon ganz vergessen. Ich vergesse die Hälfte von den Sachen, die ich hier mache. Hör bitte auf, deinen Widerstand die ganze Zeit zu steigern. Das gefällt mir nicht. So, jetzt leben unsere Einheiten gleich mal wieder alle. Mann, das war aber ein ganz schönes Hin und Her. Dann jetzt nochmal mit Kirin. Und. Nereide. Was habe ich mit Isaac gemacht? Nein, warte. Phönix so. Ja, doch. Ich hoffe mal, dass das so gut geht. Und erhöhe deinen Angriff weiter. 117 mal ebenso gestiegen. Verdammt nochmal. Boom. Das war wenig Schaden, aber wenigstens jetzt ihre Wasserkraft ein bisschen. Er hat ja gerade seinen Widerstand so krass erhöht. Aber wenn er Merkur ist, dann müsste ja sozusagen Feuer eigentlich relativ viel Schaden machen. Aber hat schon mal nur eine Feuerresistenz, aber Feuer. Nicht selber. Oh Gott, überleben tatsächlich mal alle? Meine Güte, ich glaub's ja kaum. So, und jetzt wird es Zeit, dass Mia wieder schneller wird. Ihrer Init gewinnt. 161, ja. Und Ivan auch. Das kann ich mir nicht leisten, dass der schneller ist als wir alle. So, was ich mir aber leisten kann, ist Granit einzusetzen. Genau. Garrett, du knüppelst lieber mal so drauf. Und du versuchst das jetzt endlich mal mit Tor, Ivan. Und Mia, die Wunschquelle. So, Leute, ich glaube, wir sind wieder im Spiel. Ich glaube, wir sind wirklich wieder im Spiel jetzt. Ihr seht schon, das ist nicht so easy. Okay, Frostbus mal, das sollten wir ja dann nicht überleben. Oh, 2 zu viel, Ivan.
2 zu viel Heal Damage, 2 zu viel Heal Damage. Ich glaube, ich setze gleich einfach mit einem anderen Tor ein, damit Ivan, wenn er wieder lebt, ist. So, Ramses. Ich glaube, ich mach's gleich einfach mit Mia. Okay, Mia Tor, los! Okay, sein erster Angriff geht schon mal ins Leere. Da ist er. Hallo Thor, du hast dich ganz schön verändert. Über die Jahre. Du bist alt geworden. Gott, war das wenig Schaden. Ramses. Ah, er hat eine Erdschwäche, sehe ich gerade. Man erkennt die Schwächen immer an dem Satzzeichen. Wenn es drei Ausrufezeichen sind, haben sie eine hohe Schwäche dagegen. Ein Ausrufezeichen ist okay. Und ein Punkt ist, glaube ich, einfach nur das Schlechteste. Ganz schwach quasi. So, das ist gut. Jetzt haben wir Flamme nämlich wieder verbündet. Das heißt, ich habe wahrscheinlich immer noch... Ja, habe ich. Gut. So, Flamme. Und du heißt Blizza. Ja. So. Okay, Loki können wir leider nicht beschwören. Odin können wir auch nicht beschwören. I'm so sorry. Funkenregen, das überleben wir dann. Flamme, habe ich gehört. Ja, habe ich richtig gehört. So, leben jetzt tatsächlich mal alle. Alter! Was hast du denn gegen Ivan? Sei doch nicht so ein Arsch! Ja, mir bringt's ein bisschen was. Okay, Ivan, please, überleb einfach mal die Runde, damit du dich langsam mit deinen Sims verbinden kannst. Ich mach's auch nicht wieder, versprochen. Oh, er hat nicht Isaac angegriffen, das heißt, er ist voll auf Mia gegangen. Bitte. Ivan, überlebe. Ach, meine Güte, Ivan hat überlebt. Ich bin schwerst beeindruckt. So, aber Mia müsste doch jetzt bitte wieder schneller sein, oder? Yes, also rein theoretisch müsste Mia jetzt schneller sein. Hoffe ich. So, jetzt können wir erstmal hier Graniten wieder. Die Sache ist, ich muss auch mal Schaden machen, sonst bringt mir das alles hier gar nichts. Genau, los. Ivan, verbindest dich einfach und machst so weit Tornado. Und du kannst hier schön rumstrellen. Granit erstmal! So, jetzt musst du noch Mia die Wunschquelle durchkriegen. Oh ja, Mia ist wieder schneller. Gut. Sehr, sehr gut. Das macht dir leider doch relativ viel Schaden, trotz Granit, wie wir eben gesehen haben. Ich sag, ich muss irgendwie auf diese Beschwörung fahren, weil sonst machen wir ja gar keinen Damage. Genau, und dann schön wieder verbinden. Schön verbinden. Bist du immer noch bist du jetzt schneller? Nein, ich glaube nicht. So, Granit brauchen wir sofort wieder. Das heißt, eigentlich könnte ich mich direkt verbinden. Also könnte ich direkt wieder Venus benutzen. Flamme mit ihm eingesetzt? Wollte ich nämlich so. Das Problem ist wirklich nur, wenn ich überhaupt nicht durchkomme, mal dazu, also dazu komme, irgendwelche Angriffe zu machen, dann kann der Kampf noch ein bisschen ziehen. Doch, der hat keine Lust zu sterben. Ich weiß sogar nicht, wie viel Schaden ich ihm schon gemacht habe. Der macht ja auch immer mit dem gleichen Scheiß. Aber Flamme ist wesentlich besser als Granit hier, weil wir sehen, der hält einige Sachen besser ab als Granit eben. Bam! Erdschwäche! Yo, what? Okay, Isaacs Erdkraft scheint extrem hoch zu sein. Schon, dann sollten wir das mal ausnutzen. Und den ist irgendwie möglichst lahmlegen mit dem Kack. So, du Kirin. Isaac, das war gut. Das war, upsala, das war einmal zu weit zurück. Tornado. Und hier einfach mal eine normale Quelle. Strato! Auch ein sehr, sehr praktischer Djinn, wie ich finde. So. Aha, guck mal, da kommt doch jetzt langsam der Schaden wieder durch. So möchte ich das nämlich sehen. Genau so, Luigi, genau so.
Granit hat sich wieder mit Isaac verbündet. Das ist perfekt. Perfekt. Jetzt können wir jetzt mal kieseln. Natürlich. Ich glaube, das mache ich sogar mal. Nein, nee, der hat ja Basilisk, der Typ. Das ist ja das Blöde. Der kann ja unsere ganzen Status-Sachen, die wir machen, haut der sofort wieder runter. Greif mal so an. Deswegen, ich hätte natürlich hier noch Aufprall oder Einschlag, aber ich versuch's aber mal. Vielleicht lohnt das ja. Für einen Angriff wird's ja wohl reichen. Wobei, ich könnte ihn sogar damit rauslocken. Wenn ich meine Status booste, wird er auf jeden Fall immer Basilisk machen, um das direkt wieder zu vernichten. Ja, siehst du mal. Genau, so kann ich nämlich einer seiner... Das ist eigentlich eine gute Idee. So kann ich nämlich einen seiner Angriffe ins Leere gehen lassen. 35 Schaden, na Mensch. Das war ja fast schon ein bisschen. Ich glaube, das werde ich doch mal machen. Problem ist, da verschwende ich einen Angriff für, aber... Ein Angriff, da kann ich doch mit leben. Und am besten von Ivan, weil der ist so schön schnell. Und ich glaube, einen spare ich mir noch. So... So, okay, Ivan, dann darfst du nochmal hier jetzt schön Aufprall auf Isaac. Vielleicht macht das ja auch mal einmal nicht. Da habe ich nämlich auf jeden Fall einen schönen Angriff noch drin. Da sagt Janos richtig, was? Welcher Boss ist unfair in Elements Destiny? Habe ich da gerade gehört. What? Oh, er hat mich nicht zurückgesetzt. Cool. Wir haben jetzt tatsächlich mal ein bisschen mehr Schaden gemacht mit dem Angriff. Aha, langsam. Aha, kann sein, dass die TP ausgehen. So, kriege ich einen noch durch? Ich weiß es nicht. Ich mache auf jeden Fall erstmal Ostara. Und Wirbelwind und den ganzen Kram. Und du heilst dich. So, also ich denke mal, wir haben ihn jetzt in die Ecke gedrängt. Jetzt sollten wir ihn bald wirklich so weit haben, dass er besiegt ist. Wächter. Er macht das nur. Das stört mich nicht. Ostara. Komm schon, das müsste viel Schaden machen. Victory! Oh, schöner Kampf. Mann, das war aber echt anstrengend. 8000. Segnung erlernt. Schön. Jetzt muss Ivan nur noch... Schwäche erlernt. Schön. Jetzt muss Ivan nur noch... Ivan darf nicht. Ivan darf nicht die Attacke lernen. Ich weine bittere Tränen. Und was kriege ich als Belohnung? Den Dämonenpanzer. Den kriegt Ivan. Nein, den kriegt Ivan nicht. Den kriegt Aerith. So, für deine Sturmjacke. Die Sturmjacke kriegt hingegen dann. Oh, kannst du selbst anlegen. Meine Herren! Gott, das war eine Aktion, Leute. Was ein Stress. So, dann gehen wir noch raus. Ich würde aber sagen, den Venus-Leuchtturm machen wir nicht mehr in diesem Part. Das hat doch jetzt ehrlich gesagt länger gedauert, als ich dachte. Länger gebraucht, als ich dachte. Wir haben alles, ne? Ja, wir haben wirklich alles dann gemacht. Ich hoffe, das funktioniert hier. Was ist dein Hassspiel? Hab ich nicht so wirklich. League of Legends, aber aus anderen Gründen. Bevor jetzt wieder die Leute ausrasten. Was? Wie kannst du es wagen? Nicht aus spielerischen Gründen eigentlich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt noch zum Venusleuchtturm hin, speichern da. Und dann, ja, ist das letzte, der nächste Stream von Golden Sun dann auch schon das Finale, würde ich sagen. Ne? Das machen wir dann zusammen mit Shadow of the Colossus. Das wird dann nächste Woche gestreamt. Ist ja so mein Plan, ich möchte mindestens einmal die Woche jetzt streamen. Warte, kann ich mich nicht irgendwie teleportieren oder ging das nur in Golden Sun 2? Das weiß ich nämlich gerade nicht mehr ganz. Blom. Yeah. Du bist Diaboros zurück. Ja, du musst auf Rising warten. Da kommt er auch vor. Todesgefahr! Scheiße, das war noch falsch hier. Ja, schon das Finale, okay, ja. Ich verstehe, das war etwas irritierend. Nicht so ganz die Wahrheit, so nennen wir es mal. Ja, das sowieso, Yu. Das sowieso. Aber pst.
Beziehungsweise, mach Rumsch. Das können Sie ja ruhig wissen. Wenn alles klappt, dann werden wir nämlich die nächste Woche auch To the Moon streamen. Ja. Und da freue ich mich extrem drauf, weil das Spiel ist wunderschön. Also Yu und ich zusammen. Mindestens einmal die Woche. Oh, bam, bring das Äxtchen um. Der Weg ist wieder, ist noch so weit dahin, wo ich muss. Ertränkung und abgesoffen. Ich hoffe, das war der richtige Weg. Scheinbar nicht. Warum muss der Weg so weit sein? Dieser Weg wird ein weiter sein, quasi. Moment mal ganz kurz, bin gleich wieder da. Thank you.
heute um kurz vor 11 nachts an der Haustür. So. Ich bin wieder da. Ich habe euch nicht verlassen, keine Sorge, liebe Kinder. Wollen wir weitermachen? Wie lange ist diese Höhle noch? Gib mir Pause, ja genau, konntet ihr gut ausnutzen. Bleibe denn zurück. Zu. Dann natürlich wieder mal nicht funktioniert. Ist ja nicht so, als wäre das irgendwie selten, dass es funktioniert. Wenn nicht funktioniert. The Golden Sun. Hast du überhaupt gemerkt, dass ich weg war? Irgendwie keine Reaktion von niemandem. Die Musik nervt langsam. Das ist schon eine schöne Wüstenmusik. Ganz gemütlich und ruhig. Ah, scheinbar haben wir nur einen extremen Delay gerade. Wie viel Delay haben wir denn bitte, wenn das jetzt erst ankommt? Das war mein Nachbar von zwei über mir. Der scheinbar etwas angeheitert war. Whatever. So. Boom. Zeug Jehovas, ja, so weit kommt's noch. Hey. Jetzt, man ist schon so viel Level über den Gegner. Und darf trotzdem nicht mehr fliehen. So, ich möchte jetzt gerne ankommen. Wenn ich noch wüsste, wo bin ich überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Nee, also wenn man meine Stimme noch zwei Stockwerke über mir hören würde, würde ich mir echt Sorgen machen. So, dann sind wir gleich da. Quatsch, der mich belästigt, der wollte nur rein. Also, nicht bei mir. In die Haustür wollte er. Hallo, kleiner Zund. Wie viel haben wir? Guck mal, haben wir sogar noch ein bisschen Zeit haben wir dann sogar noch. Und die liegen wieder über die Leichen rum. Boah, wie weit der Weg zu der Insel war, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ja, dein Lachen würde man, glaube ich, bis aufs Dachgeschoss hören, Jan. Das definitiv. So. Haben wir die Venusbeleuchtung überhaupt schon freigelegt? Also so ganz freigelegt? Hier meine ich. Oh. Das weiß ich nicht. Bitte lass mich fliegen, danke. Das weiß ich gerade wirklich nicht mehr. Warte mal, kommen wir damit dran? Lastenheber? Geht das etwa? Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Ich weiß gerade nicht mehr, was wir genau machen müssen. Ich wollte nämlich eigentlich noch gerne dahin, wo diese wunderschöne Musik startet. Ach genau, das war das hier, ne? Haben wir das jetzt schon? Verdammt! Freigelegt. Wo mussten wir denn da nochmal hin? Also so, dass wir da reingehen konnten. Das verwirrt mich doch gerade ein bisschen. Wesentlich zu lange her. Ich habe keinen Delay eingestellt. Nö, das ist der typische Twitch-Delay. Der ist ja sowieso viel schlimmer geworden mittlerweile. Hier? Nein. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Das wollte ich aber eigentlich noch schnell machen. Also müssen wir nicht.
Darunter hatten wir das schon gemacht. Ich glaube nicht. Oder? I'm so confused. So very, very confused. Da-da-dum-bum-bum. Früher war alles besser auf der Delay. That's true. Gehen wir mal dahin. Schade, dass sie sich hier nicht beschweren. Das ist bei Animal Crossing so schön. Wenn man die durch die Gegend schiebt, dann sagen die immer, ey Junge, schubst mich nicht rum. Du bist voll fies. Muss ich hier noch was machen? Ach Leute, es ist... Ich weiß es doch nicht mehr. Ich habe keinen Plan. What? Hier kommt ein Gegner? Okay. Kann mir bitte jemand sagen, was ich machen muss? Ich weiß es echt nicht mehr. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich warte jetzt hier so lange, bis mir jemand das sagt. Animal Crossing New Leaf Let's Playen. Also Animal Crossing Let's Playen ist, glaube ich, noch unsinniger als Rune Factory. Wobei ich Rune Factory sogar machen möchte. Babo ist leicht. Verdammt, Babi? Babu? Kann es sein, dass Babi der erste offizielle Babo war? Aber wo reingehen? Wo ist der Eingang? Wo ist der Eingang? Ich hab doch keinen Plan, Mann. Bin ich überhaupt richtig? Wahrscheinlich nicht. Was ist der denn? Kommt ungefähr so auf Originalgröße, würde ich sagen. Oh Gott, nervt mich doch jetzt nicht. Wie einfach keiner weiß, wie es wo es lang geht scheinbar. Kann mir das keiner sagen, bitte? War das hier der Eingang? Ich meine, nämlich hier waren wir doch schon gewesen. Ich meine doch, hier waren wir schon. Aber scheinbar nicht. Aha. Hier war ich richtig, ja? Stimmt, da war was. Ah, jetzt habe ich es geschafft. Okay, Leute. Wobei, nö, das schreiben wir uns fürs nächste Mal auf, glaube ich. Beim nächsten Mal, Leute, falls ich nächste Woche 2 Streame mache, kommt dann das Golden Sun Finale und das Shadow of the Colossus Finale, wahrscheinlich, falls ich so weit komme dann. Weiß nicht, Shadow of the Colossus, weiß nicht, fehlen noch 9 Kolosse. Noch 10, oder? Keine Ahnung, auf jeden Fall noch einige. Aber wenn ich nur einen Stream mache, dann wird auf jeden Fall To the Moon kommen mit Yu, falls sie Zeit hat und noch Lust hat. Du hast doch noch Lust, oder? da würde ich sagen, wir machen jetzt nochmal kurz Pause. Oder, ja doch, kurz Pause, damit ich vor allen Sachen umstellen kann. Und spiele noch ein ganz kleines bisschen Pokémon X. Aber auch nicht mehr so lange, das sage ich schon mal direkt. Gut Leute, kurz Werbung, bis gleich.